kann. Entschuldige, dass ich schon angefangen habe. Ich muss dann nach Poppenbüttel raus. Ja, Mutter, wir sehen, ob sie draußen ein paar Kartoffeln bekommt. Denn los mit dem. Glaubst du, das ist meinetwegen, weil ich hier schon... Nein. Das soll ja mein Bus sein. Ich gehe jetzt, Ingelien. Spätestens 10:50 bin ich wieder zurück. Nacht, Ingelien. Ach, da bist du ja. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Ingelien, gib der Katze ihre Milch, die steht auf dem Ofen, aber lass sie erst auskühlen, wenn sie zu heiß ist. Hast du gehört? Hast du gehört, Ingelien? Ja, ich habe gehört. Aber Ingelien, ich habe doch nur gesagt, du sollst der Katze ihre Milch geben. Was ist denn los? Nichts, gar nichts, entschuldige. Aber Ingelien, brauchst dich doch gar nicht zu entschuldigen. Ich hab dir doch nichts übel genommen. Natürlich hast du mir nichts übel genommen. Brauchst du mir doch nicht zu sagen. Du hast in deinem ganzen Leben nie was übel genommen. Psst. Hör auf, ich kann's nicht mehr hören, dein ewiges Psst. Lass. Ah, ich weiß, die Nachbarn. Das ist das Einzige, was dich interessiert, die Nachbarn. Doch schon sei. Ich kann ja hier zugrunde gehen. Die Katz muss ja auch... Natürlich, sein. Solange nur die Katze ihre Milch hat und der Dr. Rote sein Abendessen. Aber ich dabei bleib, ich! Sag doch was. Was sollte ich denn da sagen? War doch nichts zu sagen. Dann merkte ich, dass sie redete. Was sie redete, war eine Beichte. Ja, die Frauen halt beichten, zugeben, alles zugeben, noch mehr zugeben. Nur das eine, was wichtig ist, das wird verschwiegen. Jedenfalls war es ein Geständnis. Das mit Ihnen gestand sie mir, Hösch. Was sie wollte, war eine Versöhnung. Wäre ja auch gelungen, glaube ich. Aber dann geschah etwas.
Das Telefon klingelte nämlich. Auf einmal, da war es, als stünden sie leibhaftig im Zimmer. Geh nicht ran. Oder wir sind einfach nicht zu Hause. Ja? Hörsch. Naja. Aber ich kann ja nichts dafür. Außerdem wollte er ja auch nicht mich sprechen, sondern dich wollte er sprechen. Lass ihn doch. Jedenfalls, es war nie wieder ungeschehen zu machen. Nie mehr. Wieso und wie es geschehen war, weiß ich heute noch nicht. Jedenfalls damals wusste ich absolut nichts. Glauben Sie mir. Na klar, klar. Waren momentan nicht ganz gegenwärtig. Einfach nicht dabei gewesen, hä? Was ist los? Zweifeln Sie dran? Nein, wird schon so gewesen sein. War auch so. Dann fühlte ich etwas zwischen den Händen, glaube ich. Ja, und ich spielte damit, ohne zu wissen, was es war. Ja, und wie ich wieder so zu mir kam, soll eine ziemliche Zeit vergangen sein, da hörte ich Stimmen, draußen auf dem Korridor.